Flughafen in Zürich. Eben ist ihr Flug mit der Nummer LO 4036 von Singapur kommend eingetroffen. Mit ihm Bruder Fritz Budmiger. Er hat einen 13-stündigen Flug hinter sich. Bruder Werner Galatti von der Missionsprokura in Olten ist gekommen, ihn abzuholen. Bruder Fritz Budmiger ist Seelsorger und arbeitet seit mehr als 30 Jahren in Indonesien auf der Insel Borneo. Durch seinen Einsatz hat er viel für den Aufbau der Kirche und die soziale Entwicklung beigetragen. Es ist ihm ein wichtiges Anliegen, das Selbstbewusstsein der Menschen zu stärken und ihre Selbstständigkeit zu fördern. Deshalb engagiert er sich vor allem für die Erwachsenenbildung. Fritz Budmiger ist einer von mehr als 20 Schweizer Kapuzinern, die sich in Indonesien und Afrika einsetzen. Ohne die tatkräftige Unterstützung aus der Heimat könnten sie ihren Einsatz kaum leisten. Dabei spielt die Missionsprokura in Olten eine zentrale Rolle. Unter der Leitung von Bruder Werner Galatti nimmt ein Team von Frauen und Männern wichtige Aufgaben wahr. Das Team hält die Verbindung zu den weit entfernten Mitbrüdern aufrecht, organisiert Hilfsgüter und vermittelt Kontakte. Es setzt sich für die Geldbeschaffung ein und engagiert sich für den Informationsaustausch und die missionarische Bewusstseinsbildung in der Schweiz. Diesem Ziel dient auch die Zeitschrift IT, Frères en Marche. Im Redaktionsteam arbeiten unter der Leitung von Walter Ludin zwei weitere Kapuziner als Journalisten mit Fachleuten zusammen. Die Zeitschrift IT, Frères en Marche, erscheint jährlich fünfmal und hat eine Auflage von über 60.000. Sie behandelt ein breites Spektrum missionarischer Themen. Missionarische Verantwortung der Gläubigen. Begegnung mit den jungen Kirchen. Begegnung mit Religionen, Kulturen und Völkern. Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Fritz Budmiger nutzt den Aufenthalt in der Schweiz, um den Kontakt mit den Mitbrüdern zu pflegen, Verwandte zu besuchen, Interessierten Projekte vorzustellen oder auch um sich in ärztliche Kontrolle zu begeben. Wieder sind Bruder Fritz Budmiger und Bruder Werner Galatti auf dem Flughafen. Der Heimaturlaub ist zu Ende. Beim Abschied ergeht es Fritz Budmiger so, wie es den meisten Mitbrüdern ergeht, die in Indonesien oder Afrika arbeiten. Er geht gerne wieder an seinen Einsatzort zurück.